Servus, liebe Leute, und heute ein Angriff mit mir mit Max-Truppen. Nein, Gaming with Mold greift an. Das interessiert mich heute mal und wir gönnen uns jetzt mal den Angriff von Gaming with Mold. Das ist natürlich ein geiles Video. Was machen die so, die Kerle? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Er benutzt die Elixierpumpe. Pumpe, Elixier, Lager ist es ja nämlich nicht. Es ist ein Elixier-Sammler, wenn wir ehrlich sind. Oder nach Clash of Clans ausgeht. Weiß es nicht, wie es in diesem Spiel heißt. Bin da nicht so vorangeschritten mit. Dazu müssen wir erst Arena 6 sein, um das zu haben. Ja, sieht erstmal nicht so gut aus für den lieben Gaming with Mold. Der verliert die erste Hütte. Aber der Golem zieht auch deutlich rein auf Level 7. Leute, Leute, Leute. Das ist ein Bogenschütze. Und dann sind die Golems hier am Start. Und ja, ich weiß nicht, ob der Gegner gewinnt oder ob er verlieren wird. Kein Plan. Ich habe das nur davor noch nicht angeguckt. Könnt ihr mir glauben? Ich wäre so ehrlich, hätte ich es schon angeguckt, habe ich nicht. Warum denn auch? Sonst nehme ich mir nur die Spannung, nehme euch die Spannung. Will ich nicht, will ich nicht. Und er setzt jetzt zwei Schweinereiter, Leco Mio. Zwei Schweinereiter Level 9 gönnt er sich auf einen Tower. Gaming with Mode. Krasser Fight, krasser Fight. Und der Gegner mit einem Hog Rider auf Level 9 hat ein Inferno, der Gaming with Mode. Der gute alte Mold. Mo heißt der, glaube ich, in echt. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, er ist Mo. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber er benutzt natürlich eine gute Taktik mit den Bogenschützen, fährt er gut. Drache hat er auf Level 7 oder? Ne, auf 9 oder 10? Ich glaube, er hat ihn noch auf 9. Alle Rare-Karten hat er, glaube ich, auf 9, soweit ich weiß. Verfolge ja nicht jedes seiner Videos, also ja. Deshalb wissen wir es noch nicht ganz, aber ihr seht jetzt auf jeden Fall, dass Gaming with Mold echt gut spielen kann. Er ist ja gerade der Top 3 Player in der scheiß Weltrangliste. Auf jeden Fall lässig auf jeden Fall. Ob er heute verliert und geschlagen wird, ich bin mal gespannt hier. Ich glaube es fast sogar echt, dass er heute verlieren wird. Denn jetzt braucht er einen Tower. Mit der Doppel-Schweinereiter-Taktik wird das aber nichts. Wenn ein Schwein zieht nach rechts, eins nach links, kann nichts werden. Ja, Titel Gaming with Mold geschlagen, Fragezeichen. Ja, sicher. Und da heult der ein Lone HQ oder so, keine Ahnung. Gaming with Mold verliert auf jeden Fall. Jungs, das war's für die Folge. Haut mal rein, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Live-Kommentare von anderen Angriffen haben wollt, lasst mich wissen, gerne in den Kommentaren. Also, macht's gut, bis dann, haut rein. Ciao, ciao.